Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Beta und ich habe mich ja beim letzten Mal leider verlaufen. Das finde ich natürlich auch ein bisschen schade und ein bisschen ja, unproduktiv vor allem. Und ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich hier irgendwie wieder nach Hause finde, ja, das wäre schon mal wichtig. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie einfach gelaufen und habe gedacht, ich habe alles im Griff und weiß, wo ich bin, aber dann wusste ich es auf einmal nicht mehr und es sieht irgendwie auch alles, ja, so ähnlich aus und irgendwie könnte mein Haus überall sein. Oh, Leute, das Lehm, den brauche ich sowieso noch, den nehme ich mal mit. Das war ja eigentlich so das Ziel von meiner Tour, dass ich ein bisschen Lehm bekomme. Und ja, komm, wenn ich jetzt hier eh schon mal länger unterwegs bin, aus gegebenen Gründen, da kann ich ja das auch mal mitnehmen. Und zum Beispiel diese Struktur hier, die erinnert mich sehr an mein altes Haus. Vielleicht ist das ja hier. Warte mal, ich gucke mal. Vielleicht habe ich gerade mein altes Haus gefunden, aber ich glaube nicht, dass es hier so aussah in der Nähe. Weil hier dieser Fluss und so, das ist mir nicht bekannt. Ja, ich glaube, das ist nicht das, ne? Nee, definitiv. Hätte mich jetzt auch sehr gewundert hier. Denn, ja, da hätte ich die Gegend erkannt auch, so in der Umgebung. Und, ja, es ist jetzt hier alles, ziemlich schlecht, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und, ja, da hinten... Ah, Mann, ey, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist richtig schlimm. Vielleicht geht's da in die richtige Richtung. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, ne? So an manchen Stellen, das sieht dann immer so ähnlich aus, dass es dann da ist, ne? Aber irgendwie ist es schon wieder sinnlos, hier überhaupt noch Hoffnung zu haben. So, naja. Wir werden sehen, ob das jetzt hier irgendwas nützt. Ich gehe nochmal da lang. Und ja, da haben wir ein paar Kürbisse. Die kann ich natürlich auch nochmal mitnehmen. Aber, ja, so richtig zufrieden bin ich natürlich jetzt nicht hier. Weil ich wollte jetzt eigentlich schon längst wieder zu Hause weiterbauen. Ich habe auch noch ein paar Pläne, ich wollte mal in den Nether gehen und so weiter und so fort. Und sowieso hier das mit dem Zuckerrohr und so, das wollte ich auf jeden Fall endlich mal fertigstellen. Weil ich meine, ich komme in Beta immer so langsam voran, keine Ahnung. Ich schaffe ja immer nichts, ne? Und irgendwie nervt mich das. Auch wenn ich gesagt habe, ich will vielleicht gar nicht so schnell vorankommen. Aber das ist mir dann schon wieder zu langsam hier, ja? Und ja, also es müsste schon immer ein bisschen schneller hier alles gehen, ja? Ich habe schon irgendwie für mein Dach 10 Folgen gebraucht oder so, keine Ahnung. Und ja, dann jetzt für die komische Grube da mit dem Zuckerrohr brauche ich auch wieder 100 Folgen, weil ich mich erst dreimal wieder verlaufe. Also keine Ahnung, ich bin einfach unzufrieden so mit der Serie zurzeit. Also so habe ich mir Beta nicht vorgestellt, ja. Ich wollte viel mehr so andere Sachen halt machen und keine Ahnung, ne. Und... ja, ich habe dann auch noch gleich ein kleines Thema eigentlich so, wenn ich jetzt hier eh nur zurücklaufe. Aber erstmal will ich eben so ein bisschen eine Orientierung haben. Zum Beispiel hier in dem Schneebiom war ich halt schon letzte Folge. Okay, ich habe ein Bett mit, sehr gut. Ich gehe mal auf Peaceful, damit ich hier, ja, kurz schlafen kann, ungestört. Ich habe jetzt keinen Bock mehr wieder ein Haus zu bauen, wie in Farlands or Bust, ne? Da gibt's ja den YouTuber hier, Kurt J. Mac. Der läuft ja in der Beta irgendwie bis zu den Farlands, ne? Die ja nach, keine Ahnung, wie viel Millionen Blöcken kommen. Und der baut sich dann eben auch immer so eine Erdhütte, wo er drin schläft. Ja. Das eben auch in der Beta, weil das ja heute nicht mehr gibt. Also heute, diese Farlands wurden ja entfernt irgendwann. Und, ja, ist auch ganz interessant, die Serie so, leider auf Englisch. Wenn es auf Deutsch wäre und vor allem, wenn es kürzere Videos wären und nicht immer 40 Minuten, dann würde ich es mir auch mal angucken. Aber ja, ihr wisst ja, wie ich so bin mit meinen englischen Videos und so, beziehungsweise mit dem Konsum englischer Videos. Aber guck mal hier, die Grasfarbe ist übelst geil, ne? Irgendwie würde ich hier voll gerne hinziehen gerade. Weil, keine Ahnung, ich finde das einfach so schön. Auch die Bäume, ey. Sieht ja aus wie in der Minecraft-Demo-Welt, ne? Da gibt's ja auch immer hier solche Bäume, ne? Die so unten hier so einen Abschluss haben. Und so weiter. Also, ja, sieht ganz gut aus hier. Jetzt wird das Gras wieder ein bisschen blasser. Finde ich immer dann schade, ne? Ich hätte es immer gern so überall so schön grün. Wie in der Alpha. Da hat es ja so richtig geleuchtet. Aber das war dann eigentlich auch schon wieder zu grell, ne? Und viel zu unnatürlich irgendwie. Da finde ich so hier schon besser. Ja. Aber, ja, wenn es immer so grau ist zum Beispiel, das finde ich halt hässlich. Weißt du, wenn das so gelblich ist oder so, das geht noch. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Lol. Als ob, hä? Hä, wo bin ich? Hier ist einfach eine Workbench.
Und was springt da hinten rum? Ein Schaf? Hä? War aber jetzt komisch, wie das aussah. Hä, wieso ist hier eine Workbench? Wo bin ich bitte? Oh Mann, ey, ich finde mein Zuhause nicht mehr, ey. Was ist das? Aber wenn hier eine Workbench ist, dann ist das doch bestimmt von der Zeit, als ich hier rumgereist bin, ja? Das kann sein. Also halt damals, als ich hier, ja, in den ersten Folgen wieder zurückgelaufen bin und so. Und, ja. Guck mal, hör mal, Kakteen. Vielleicht bin ich jetzt, warte mal, vielleicht bin ich jetzt bei meinem Haus gleich, bei meinem alten. Und von da aus finde ich auch wieder zum neuen Haus. Ich nehme aber jetzt erstmal die Kakteen hier mit. Ja, und siehst du, ja, sowas meine ich halt, solche Grasfarbe, das geht noch, ne? Das sieht auch nicht so schlimm aus. Aber wenn die halt so richtig, gräulich ist schon, dann ist es halt hässlich, ne? Das hier ist ja noch so gelblich quasi. Und ja, das geht ja, ne? So, ich hole mir noch mal ein paar Kühe. Zack. Okay. Ja, ich glaube, das ist hier, ne? Hier hatte ich nämlich in Folge 7 ein Thumbnail gemacht, das weiß ich noch. Ja. Okay, ja gut, dann sind wir gleich wieder zu Hause. Das ist sehr schön. Und ja, irgendwie hatte ich einen Satz, den ich vorhin gesagt habe, da wollte ich noch was dazu sagen. Hab ich auch schon wieder vergessen. Ja, vielleicht fällt es mir noch ein. Auf jeden Fall, ja, hole ich mir jetzt mal ein paar Kakteen hier. Ich kann die ja dann auch wieder setzen. Aber erstmal nehme ich sie mit. 14 Stück sind's. Ich kann die also ein bisschen großzügiger setzen, also ein bisschen weit auseinander. So, keine Ahnung. Ja, dass man hier am Strand so ein paar noch hat, keine Ahnung. Aber, ja, einen Großteil will ich natürlich auch behalten. Deswegen jetzt nicht alle setzen, sondern nur so ein paar. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall eine Höhle noch von mir. Und ich glaube, hier ist ja das Spawn, ne? Müsste so sein. Ey, zum Glück habe ich das wiedergefunden. Da hinten ist dann, ja, diese LP Streety erste Höhle quasi. Wo ich diese Kiste drin stehen habe, genau. Und hier ist noch irgendwo so diese Höhle, die kleinste Höhle in Minecraft, hatte ich sie genannt. Ja, genau, da ist sie. Da hatte ich mich herausgegraben. Das ist wirklich die winzigste Höhle, die ich kenne, ey. Wahrscheinlich geht die dann noch weiter, so nach zwei Blöcken oder so. Und da ist dann so das größte Höhlenkonstrukt, was ich je gesehen habe. Aber erstmal, von außen ist es die kleinste, ja. Und, naja. Ich will meine Illusion auch wahren und werde nicht nachforschen, ob da noch es weitergeht, ja. So. Na gut, ich guck dann mal. Wir gehen mal hier an meinem alten Haus vorbei, da will ich nicht hin, ne? Sondern ich gehe lieber gleich zu meinem neuen Haus wieder. Aber von hier aus weiß ich halt, wie man da hinkommt, ne? Und wie weit ich jetzt einfach schon weggelaufen bin, das ist auch krass. Naja. Auf jeden Fall wollte ich so ein bisschen über, Dingen sprechen. Über, wie heißt's? Über mein, über Minecraft Pocket Edition, genau. Da hatte ich nämlich meine Anfrage in den Kommentaren, ob ich mal bei irgend so einem Minecraft PE Projekt halt mitmachen kann und da mitspielen kann. Aber ja, ich habe natürlich geantwortet, ich habe keine Minecraft PE. Ich habe das noch... Doch, ich habe schon mal gespielt, stimmt. Auf einem iPod von Mr. Boni. Das war 2013. Ja. Und ja, jetzt haben wir halt 2018 und die Version ist einfach dann, oder die Pocket Edition ist einfach schon richtig weit halt fortgeschritten seitdem, was ich immer so gelesen habe und so. Da sieht man eben schon, dass die sehr viel da entwickelt haben und so weiter. Und das finde ich auch echt krass, dass das so, ja, so einen Fortschritt quasi angenommen hat. Und naja, trotzdem möchte ich halt nicht unbedingt jetzt nochmal Geld ausgeben für Minecraft. Finde ich halt ein bisschen blöd, man hat so einen normalen Account, ne? Und kann dann nicht mal die PE-Version spielen. Dass man da immer, ja, nochmal extra zahlen muss, das finde ich irgendwie ein bisschen unnötig. Und, ja, das, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber, naja. Anscheinend ging es nicht anders oder keine Ahnung. Die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren, vor allem die haben ja auch mit der Pocket Edition eine eigene Engine, dass man dann eben nicht über Java das Spiel hat, sondern über C-Sharp, glaube, oder keine Ahnung. Und ja, das ist eben so die Programm,
die Programmiersprache, in der das geschrieben ist. Ja, und das ist auf jeden Fall ganz interessant. Aber, ja, keine Ahnung, ich habe nicht unbedingt Lust, nochmal eben Geld auszugeben für Minecraft. Und ich habe halt auch nicht so diese Online-Zahlungsmethode. Ja, deswegen habe ich auch damals lange Minecraft gecrackt gespielt. Weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe, online irgendwas zu bezahlen. Und ja, es ist relativ schwierig dann für mich irgendwie so eine PE-Version mir zu holen. Natürlich ist es jetzt nicht so das Problem wegen dem Geld. Ja, ich meine, das kostet irgendwie 6, 7 Euro oder so, keine Ahnung. Aber ja, auf der einen Seite, es ist natürlich dann auch Geld, ne? Und man muss gucken, lohnt sich das, ne? Wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, einmal im Monat das offen habe für 5 Minuten, das Spiel, dann lohnt sich das halt auch nicht, ne? Und auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob mein Handy das überhaupt schafft, ne? Ja, das ist halt jetzt halt auch schon älter. Und, naja, keine Ahnung. Ich will mir jetzt nicht extra wegen dem ein neues Handy kaufen. Ja, ich versuche eben immer, ja, vor allem mein Handy lange zu behalten. Und, ja, deswegen, das schafft das wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich hatte schon mal so einen Minecraft-Klon auf meinem Handy installiert. Der war damals kostenlos, das war 2014 noch. Das war Survivalcraft oder so, oder 15 war das genau. Aber der hatte dann auch so ein bisschen... Jawohl, der ging eigentlich, der hat nicht geleckt. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel aufnehmen wollte, dann würde es wahrscheinlich lecken. Und irgendwie finde ich es auch ein bisschen unnötig, so Let's Plays von der Pocket Edition zu machen, keine Ahnung. Also ich gucke mir sowas eigentlich nicht gerne an. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht unbedingt Lust, da ein Let's Play von zu machen. Obwohl es vielleicht mal so als Special-Video oder so ganz interessant wäre. Ja, aber jetzt so, keine Ahnung, eine regelmäßige Serie machen da, habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Weil da musst du halt auch immer so nah an, in den kleinen Bildschirm dann gucken, ne? Und ja, das mache ich mit anderen Apps schon lang genug, zum Beispiel Clash Royale. Obwohl, wenn ich da länger spielen will, dann gehe ich meistens an PC, halt über BlueStacks. Aber, ja, halt auch über YouTube oder so gucke ich ja auch immer am Handy. Und, also nicht immer, aber halt oft. Und, ja, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, dann noch eine App und noch eine App und noch eine App zu haben. Weißt du, irgendwann hängst du ja nur noch am Handy rum und das ist einfach nicht so gut, weil, ja, mir tun dann auch immer die Augen weh und alles. Und da habe ich halt nicht so viel Bock drauf. Ich könnte auch versuchen, über BlueStacks das zu installieren, die Pocket Edition, oder kann ich es auch gleich am PC zocken, ne? Ist halt einfach so. Natürlich könnte ich mir dann, glaube, wenn ich den Pocket Edition Account habe, habe ich, glaube, auch gleichzeitig den Windows 10 Account. Also da könnte ich die Windows 10 Edition mal spielen. Ich habe da schon mal die Demo ausgetestet, ne? Aber eben nicht die Vollversion davon. Und ich dachte eigentlich auch, dass das über den normalen Account geht, den ich für einen PC habe, aber anscheinend nicht. Naja. Ist halt alles ein bisschen blöd, aber das könnte ich dann eben auch mit der Pocket Edition machen, wenn ich den Account dann hätte, dass ich mich dann über Windows 10 in der Edition anmelde und, ja, dass ich da dann mal was aufnehme. Das ging natürlich auch, aber ich weiß nicht, es lohnt sich irgendwie nicht jetzt noch so eine Windows 10 Edition davon zu spielen, also für mich zumindest. Ich spiele halt lieber die PC-Version und, ja, dabei wird es wohl auch erstmal bleiben, ne? Ich meine, ja, was soll ich sonst halt großartig jetzt machen? Das ist so die Frage. Und, naja, ich denke mal, ja, wir werden mal sehen, was so draus wird oder ob ich das mal mache. Ich habe halt schon öfter mal überlegt, ob ich mir die Pocket Edition doch mal hole. Aber bis jetzt ist es eben noch nicht so richtig spruchreif gewesen oder so, keine Ahnung. Naja, ich würde sagen, ich beende mal an der Stelle hier das Video. Schreibt mal eure Meinung zur Pocket Edition gerne rein und dann würde ich sagen, bis später, haut da rein. Und ich hoffe, dass ich nächste Folge endlich mein Haus finde. Wie ihr seht, habe ich es jetzt immer noch nicht gefunden. Ich muss unbedingt mal Folge 9 angucken. Da habe ich nämlich den Weg gezeigt, wo ich dann langgelaufen bin. Ey, dass ich das nicht mehr finde, ich verstehe es nicht. Jetzt bin ich schon wieder hier bei dem Haus. Da vorne, ja. Also, ich find's einfach nicht. Ich weiß nicht warum, ja. Aber, okay, ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt.